Under Armour und blau. Passt besser. So. Das sehen wir ja gleich an den Zuschauerzahlen. Ja, herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Gib mir kurz eine Rückmeldung, ob der Ton klappt, weil wenn wir ab und zu die Kabel hier vertauschen, dann kann es manchmal sein, dass wir das falsch zusammengebaut haben und dass der Ton dann nicht funktioniert. Deswegen eine kurze Info, ob ihr mich hört. Und ob ihr uns seht. Hallo. Na? Damit ich weiß, dass das alles passt. Höre euch. Sehr schön, gut, perfekt. Gut. Ja, ist immer. Ton ist da, jawohl. Ja, weil manchmal ist es, wie gesagt, einfach nur ein Kabel verkehrt rum drin und dann funktioniert das Mikro nicht und wir sehen zwar, dass hier ein Ausschlag ist, aber ihr hört uns nicht, aber jetzt klappt ja alles. Gut, sehr schön. Herzlich willkommen erstmal hier aus dem Athletikclub, wieder an einem Montagabend. Und aus Leonberg. Und aus Leonberg auch noch dazu. Jeder hat vielleicht auch, also, ja, die 2 Millionen Zuschauer, die wir da haben, haben vielleicht auch die Frage, ja, geht es wieder bald weiter? Ich weiß es nicht. Also vielleicht. In Hessen haben sie ja teilweise aufgemacht, ist so ein bisschen Sterben auf Raten. Das ist alles so halb, nichts ganz. Wir müssen jetzt erstmal abwarten, sowieso bis zum 22.03., bis wir Indoor wieder was machen dürfen. Wenn wir in einer Woche Outdoor was machen dürfen und das Wetter spielt mit, dann kann es durchaus sein, dass wir einmal die Woche was gemeinsam draußen machen, aber das müssen wir, wie gesagt, jetzt erstmal abwarten. Und welche Vorgaben da auch sind, hier mit Schnelltest hin und her und sonst was. Aber wir halten euch auf dem Laufenden, ansonsten machen wir soweit unsere Streams weiter. Diese Woche, heute und am Donnerstag, 18 Uhr, nicht am Freitag. Und ja, ansonsten würde ich sagen, starten wir, oder? Mhm. Du erklärst, ich mach's vor. Mhm. Gut. Gerne. Also, bitteschön. Soll ich denn, ich schwenke mal kurz rüber? Ja, machen wir mal so. Sascha ist auch das Kamerakind. Jawohl. Und der DJ und der Athlet. Das ist halt schon krass. Gut, wir machen 10 verschiedene Übungen im Warm-up, jeweils 1 Minute. So haben wir ja meistens so 8 bis 10 Minuten die Dauer. Wir fangen mit Lunges an, machen dann Squat Rotations, Bridges, Sit-Ups, Down-Ups, The World's Greatest Stretch, Yoga Push-Ups, Jefferson Curls, Samson Stretches, Jumping Jacks. Viele Sachen müsst ihr nicht drüber nachdenken, wisst ihr gleich, was ich meine. Andere Sachen ist vielleicht kurzes Fragezeichen, deswegen zeigen wir das natürlich gleich mal vor, beziehungsweise ich kommentiere, was der Sascha macht. Ja? So sieht es dann halt entsprechend. Also Lunges. Entweder vorwärts oder rückwärts, je nachdem, wie das für euch besser funktioniert. Das ist an sich gleichwertig. Dann die Squat Rotations, das heißt, ihr geht in den Deep Squat rein und rotiert von rechts nach links auf und bleibt auch die ganze Minute in dieser Squat-Position. Versucht eine Position zu finden, wo ihr den ganzen Fuß am Boden halten könnt. Dann kommen die Bridges, das machen wir auch dynamisch, also ganz normale Schulterbrücke rein, hoch und tief. Einmal die hintere Kette aktivieren, Fersen schön nah am Po dran. Nichts Dramatisches, dann können wir direkt weitermachen mit dem Sit-Up. Ist mittlerweile zu einer Warm-Up-Übung geworden, weil die uns für den Core-Teil zu unsexy ist sozusagen. Die Down-Ups sind einfach, das sind die Burpees ohne, genau, die kommt aber gleich auch noch. Die Burpees ohne Bodenlage oder ohne Liegestütz, genau, also, oder Easy Burpee, manche nennen es auch Easy Burpee. Dann kommt World's Greatest Stretch, da machen wir 30 Sekunden jede Seite, Ellbogen tief und dann hier aufdrehen, eure Geschwindigkeit, nach der Hälfte der Zeit einen Wechsel. Dann kommt der Yoga Push-Up, bei mir ist es immer eine Liegestütz und einmal in den herabschauenden Hund nach hinten, deswegen Yoga Push-Up. Und jetzt kommt das, was der Sascha gerade schon gemacht hat, der Jefferson Curl, das heißt, wir rollen die Wirbelsäule richtig ein, gehen so tief wir können, lassen die Beine gestreckt und kommen wieder hoch. Machen wirklich super langsam, um die Wirbelsäule dann einfach da nochmal vorzubereiten. Der Samson Stretch ist im Ausfallschritt unten. Hinteres Knie hat Bodenkontakt. Wir schieben komplett die Hüfte nach vorne. Genau, sieht man das gut. Und also das Wichtige ist, dass die Hüfte wirklich hier nach vorne geschoben ist und der Oberkörper lehnt nach hinten und dann bleiben wir da. Und wechseln auch nach 30 Sekunden und am Ende kommt noch der
Also er kommt ein bisschen später heute im Warm-up, aber er kommt trotzdem, der zuverlässige Jumping Jack. Gut, viel mehr müsst ihr nicht wissen. Viel Spaß beim Warm-up. Wir legen los. Wir wollen ein bisschen anschwitzen und nicht so viel labern. Geht euer Tempo. Die Knie ein bisschen schmieren. Hello to every side. Wenn dir jemand bei dir zulegt, du denkst, du kenn ich gar nicht. Und die Person meint gar nicht dich, sondern die hinter dir. Ah, das ist richtig geil. Shit. Wir kennen uns ja gar nicht. Wenn man richtig schön den Po anspannt, dann wirkt die auch gut. Das ist ein bisschen so eine unterschätzte Bewegung. La 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 la.
Bewegung. Auch im Warm-up. Down.
Okay, wir sind aufgewärmt. Die Musik wurde aggressiver. Das deutet darauf hin, dass die Übungen jetzt auch etwas anspruchsvoller werden. Kommen wir gleich dazu. Sascha, fühlt sich gut? Super. Ja, top, oder? Perfekt. Top. Monday Motivation, heute ist Weltfrauentag. Ja. Gruß an alle Frauen da draußen. Ja, wir halten die Fahne hoch für euch. Oder an alle Transgender. Ja. Die sind auch zur Hälfte. Gibt es ja noch irgendwann mal. Noch einen Tag. Ja, soll ich? Ich kann machen. Ja, also ich erkläre. Ja, also, wir brauchen jetzt nicht an die Tafel, weil. Ne? Toe-Touch, alternierend heißt abwechselnd. Ja, genau. Rechte Hand, linker Fuß. Das ist, finde ich, ein bisschen leichter, wie wenn wir gerade hochgehen. Ja, und auch einfach mal eine Variation. Das ist die Übung 1 für 40 Sekunden. Dann Plank Reptiles, ganz normale Plank, Kniezug. Und das Ziel ist es natürlich, mit dem Knie so nah wie möglich an den Oberarm ranzukommen. Dann kommt die Bridge Step Variante, also die Brücke, die wir vorher Warm-Up hatten, und dann abwechselnd rechte Seite, linke Seite ausstrecken. Oder wer es fortgeschritten mag, beide gleichzeitig dann recht schnell. Ja, also es sah, finde ich, ziemlich gut aus. Und dann Oblique Crunch, die machen wir nicht so oft. Es ist halt eine Alternative zum Side Plank. Das heißt, wir liegen auf der Seite, genau, und gehen dann sozusagen mit dem Oberkörper hier seitlich hoch und wieder runter. Das heißt, die Schulter wird dieses Mal fast ausgeschalten und wir sind hier, da sind wir dran. Da wollen wir doch immer hin. Wir wollen doch lokal Fett verbrennen, ja, an einer Stelle. Geht leider nicht. Wir machen diese letzte Übung, 40 Sekunden in der ersten Runde, zum Beispiel rechts, dann zweite Runde links und in der letzten Runde halb-halb. Ja, alle anderen sind ja abwechselnd, da müsst ihr nichts nachdenken. Okay, erklärt, vorgezeigt, für gut empfunden, nachmachen. Wolltest du noch was sagen? Ich hatte das Gefühl, der Sascha wollte noch was sagen. Wolltest du noch deinen Mix ankündigen? Nee. Zeit müssen wir noch, oder? Zeit brauchen wir noch, habe ich schon eingestellt. Fernbedienung ist da. Wahnsinn! DJ ATX haut in die Tasten. Ja, wir sind froh, dass er da ist, weil zurzeit fast ausgebucht. Okay, viel Spaß! Should I do it? 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 Should I do it?
3, 2, 1. I'm gonna keep doing like this anymore. I don't wanna sell my soul. I don't wanna sell my soul. Schauen, dass die Hüfte hier neutral ausgerichtet bleibt. Noch gut!
Wir sind durch schon mit dem Chor. Ja. Kann sein, dass euch die Übungen irgendwie bekannt vorkamen, wer die Petra oder die Brigitte abonniert hat, weil die habe ich da raus. Weil die haben immer so professionelle Rezepte und auch Übungen. Donauwelle war letztes Mal drin. Und genau, also erst die Fitnessübungen, wo man innerhalb von zwei Wochen ein 8-Pack bekommt und dann danach 40 Kilo abnehmen. Und trotzdem Donauwelle schlemmen kann, genau. Ohne Kalorien zu zählen. Die Brigitte-Diät, wo du in 4 Wochen 80 Kilo
Kilo abnehmen kannst, je nachdem. Mit aber der Donauwelle. Mit der Donauwelle. Und diesen Übungen, also deswegen, der eine oder andere hat es vielleicht abonniert, das, ja, wir müssen uns halt auch irgendwo mal inspirieren lassen. Ja, cool. Ja. Also, ich hoffe, dass euch das, könnt ihr eigentlich die dann auch abbestellen, weil wir machen das ja jetzt eh immer live. Wir bauen es auch sonst ja wieder auf, machen wir auch regelmäßig ein. Ja. Ja, schon. Gut. Okay, jetzt gibt es Workout 1 und 2, jeweils 8 Minuten und soll ich... Workout 1, oder? Ja, ja, genau, machen wir es so. Down, 8, aha, bin ich schon auf Sendung, bin ich schon... Was hab ich denn für einen Rahmen, wenn man schon ein Kamerakind, da hat man noch immer so einen, ich habe glaube einen blauen Rahmen heute. Ich bin heute Captain America, ich habe einen blauen Rahmen. Jetzt kann man sowas wieder anziehen, wo es einen Regierungswechsel gab. Okay, also, wir kümmern uns ums Workout. Wir machen 8 Wiederholungen pro Übung und 8 Minuten. Übung 1, der Handwalk mit Push-Up, dann 8 Squat Jumps, dann 8 Bent Over Reverse Flies. Da braucht ihr 2 kleine Gewichte dafür. Klein heißt 1 Kilo, 2 Kilo, 3 Kilo. Viel mehr muss es nicht sein, also pro Hand. Und 8 Stand-Ups. Natürlich. Ich kann dir auch einfach kurz noch zeigen, oder willst du sie zeigen? Ah, der Sascha, der will unbedingt. Dann lasse ich ihn das zeigen. Handwalk, also den Handwalk kennt ihr eigentlich als Warm-Up-Übung. Wir laufen nach vorne und machen dann Push-Up und dann laufen wir wieder zurück. Wer da mit dem Kreislauf irgendwie Probleme kriegen sollte, kann zwischendurch da einmal hoch. Wenn das unproblematisch ist, dann bleiben wir einfach unten, hauen die 8 Dinger weg und kommen dann erst wieder hoch. Dann 8 Squat-Jumps, die müssen jetzt nicht super schnell sein. Mir ist es lieber wichtiger, dass ihr safe landet auf dem ganzen Fuß und nicht so nur auf den Zehen und dann ist es so wackelig und so, damit ist es fürs Knie wunderbar und original funktioniert. Dann machen wir diese Bend Over Reverse Flies. Wir haben jetzt hier uns 2 kleine Scheiben genommen. Klein heißt, was haben wir, 2,5 oder was? 2,5. Genau, also das reicht auch vollkommen aus, viel mehr muss es nicht sein. Genau, Bend Over, seht ihr ja schon, die Beine sind leicht angewinkelt. Der Rücken ist vor allem gerade und wir wollen hier hinten die Schulterblätter maximal zusammenbekommen. Und dadurch ergibt sich auch euer Gewicht, weil lieber nehmt ihr nur 1 Kilo, aber schafft es dann hinten die Schulterblätter zusammenzuschieben. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Und jetzt der Stand-Up. Ich gehe davon aus, dass Sascha zeigt wieder ein paar Varianten. Es gibt ja schwer und leicht. Das ist jetzt die fortgeschrittene Variante, die wir allerdings auch von jedem von euch jetzt mittlerweile erwarten. Wir zeigen die anderen einfach nur. Das ist eure aus der Vergangenheit, die ihr früher gemacht habt. Ja, genau. Und mit abstützenden Händen ist Notlösung. Ja, wenn es also jetzt gar nicht anders geht. Aber wir hätten schon gerne die erste Variante. Ja? Eigentlich schon. Okay, das ist der erste Block. Geht 8 Minuten. Ich sage jetzt mal nicht M-Rap. Wir machen einfach so viel wir können. Ja, muss jetzt hier kein Sprint sein. Wir haben noch ein zweites Workout. Das geht auch nochmal 8 Minuten mit anderen Übungen dann nochmal. Okay, genug erklärt. Der Timer ist scharf gestellt. Captain Blaubeer, meine Mario. Ja, genau. Das passt ganz gut. Gibt es denn auch so Schmiedetutorials eigentlich? Sagt der Thomas? Ja, also... Vielleicht auch so ein bisschen Haarpflegeprodukte, ja, auch cool. Die ich nicht verwende, aber ja. Okay. Vorbereitet, 5 Sekunden geschlossen.
Gute. Unterschätzt mit dem Kopf unten und so, ne? Sorry dafür. Okay, weiter geht's. Hallo. Thank you.
rein. Sehr schön. 12 Runden haben wir gemacht. Wie gesagt, nicht so wichtig. Mach die 14? Wie viel? 14. Ich glaube, ich habe 12 und der Sascha hat 14 gemacht. Aber wir sagen ja immer, es ist nicht so wichtig. Das ist wichtig. Probier mal einen Hämmer an der Dampf. Bisschen wichtig, das ist schon. Bisschen ehrgeizig wollen wir ja schon an die Sache rangehen. Auch wenn es Weltfrauentag ist, ne? Genau. Da nehmen wir keine Rücksicht drauf. Gut. Haben wir noch einen Workout? Genau, wir haben noch einen Workout. Wie sieht's aus? Jetzt bin ich so ein bisschen in Fahrt gekommen. Ehrlich? Ich muss sagen, ich bin jetzt ein bisschen in Fahrt gekommen. Bisschen drauf, oder? So, ich habe jetzt nochmal richtig Bock auf 8 Minuten. Ja. Also zum Beispiel. Burpees finde ich halt geil. Ja. Oder. Das wäre mal echt geil. Oder auch. Jumping Lunches. Ja. Oder so. Also, das sind Ideen. Ja. Vielleicht habt ihr da auch Bock. Ja. Wenn nicht, ist das scheißegal. Wir zeigen es jetzt mal vor. Dann geben wir euch eine Minute Verdauung und dann legen wir los. Ich bin auf jeden Fall dann wieder, ich bin da, wo ich hingehöre, ans Whiteboard. Mr. America, am Whiteboard. Also, jetzt ist die neue Zahl 6. 6 Wiederholungen, 6 Burpees, wir klatschen hinter dem Rücken, Beim auf dem Boden liegen. Dann beim Runterfliegen, oder? Ihr müsst einfach hinterm Rücken klatschen. Wann? Ist doch egal. Wann ist egal. 6 Klappmesser, 6 Jumping Lunges und 6, da freue ich mich besonders drauf, Superman to Hollow Body. 8 Minuten nochmal. Aber das Geile ist, ich will jetzt sehen, wie du während dem Runterspringen in den Burpee hinterm Rücken klatscht. Ich lasse es erstmal dich machen und schaue es mir dann ab. Ja. Ich wollte es mir dann einfach bei dir nochmal abschauen. Also beim Runterspringen klatschen. Ja, genau. Und dann schnell wieder die Hände nach vorne, um sich abzufangen. So? Ja. Boah. Genau. Das sieht gut aus. Dann Klappmesser. Und hier schauen, weil Klappmesser natürlich schon eine anspruchsvolle Übung, dass der untere Rücken hier den Kontakt am Boden nicht verliert. Also am besten geht ihr gar nicht ganz runter auf den Boden oder ihr geht ganz runter und könnt kontrollieren, wie der Herr Zotter. Dann, jetzt musst du nochmal hochkommen. Ja, ist halt so. Es ist jetzt. Ich weiß schon, wie alt ich bin, das oder? Ist jetzt halt so. Ja, Jumping Lunges. Genau, okay, ja. Kann man ein bisschen Energie sparen. Sachte. Jetzt kommt ja erst die spannende Übung. Ich habe die schon ein oder andere Mal in meinem Kurs gemacht. Da war auch schon immer ein Jubelschrei da. Deswegen dachte ich, holen wir es mal wieder rein. Superman 2. Genau, also so soll es nicht aussehen, aber so ähnlich. Also Superman fangen wir an. Und dann drehen wir uns in den Hollow Body und haben jetzt ganz viel Bauchspannung. Und jetzt am besten wieder zurück. Genau. Sozusagen, wir balancieren alles auf dem Bauchnabel und um unseren Rücken. 6 Mal, also. Also, Rollen zurück, 1, Rollen zurück, 2. Aber wieso? Beim Liegestütz zählt man doch auch immer so. 1, 2, 3, ja, klar. 4. Immer. Und deswegen zählt man natürlich da auch so. Logisch. Okay. Manchmal kannst du auch eigentlich so 1, 2, 3, 4. Ja, wenn halt viele Wiederholungen sind bei 20, 40. Wiederholungen. Da muss man so machen. Wir können einmal wieder den Tausender machen. Oh ja. Den können wir auch mal in so einem Montags-Workout machen. Ne? Ja, den können wir aber jetzt mal einen Schuss noch machen. Der Tausender. Den noch rein. Als Finisher. Wer den Tausender noch kennt, schreibt ein passendes Emoji dazu in den Chat. Wahrscheinlich so eins. Kein Wort, sondern so ein Emoji. Ja. Wer ihn nicht kennt, wird ihn irgendwann
kennenlernen. Machen wir vielleicht als erstes Workout, wenn die Studios wieder offen haben. So als, oder? Als Begrüßungsworkout? Ja, wenn wir wieder offen haben. Okay, wir fangen jetzt demnächst gleich an. Der Sascha hat gerade gefragt, pro Seite. 6 Stück. Ah ja. Du musst nicht rausrollen. Genauso schwer, wie sie aussieht. Das wollte ich eigentlich sagen. Nachher müssen wir auch umdrehen, oder? Ja. Kiss me hard before you go. Summertime sadness. I just wanted you to know. I got my red dress on tonight.
hab den Stehen gemacht. Ich mach schon wieder weiter. Komm, gleich wieder. Also, es ist uns sehr leicht gefallen, aufzuhören. Wir sind gespannt auf eure Kommentare. Also, ich finde, wir hätten das zweite Workout ein bisschen lasch. Also, ist ja auf dem anderen sehr missgewachsen. Jetzt mindestens 10 Wiederholungen machen. Vor allem im Supermoment, oder? Ja, da kriegt man locker 10. Ich würde sagen, 15 locker. Übung des Monats. Übung des Monats, bauen wir es immer ein. Übung des Monats. Aber in Kombination mit Stand-Up mit Burpee, Superman Hollow Body, Squat Jumps. Squat Jump und Jumping Lunges in Kombi. Ja. Und das jeweils 12 Wiederholungen. Und Plank to Push-Up noch. Plank to Push-Up noch. Ja, ja, okay. Ja. Gibt es irgendwelche Kommentare, die wir noch Beschwerden? Beantworten sollen. Die Jungs und Mädels sind total sprachlos. Hey, wir haben sogar eine Punktlandung. Ja, ja. Thomas, sehe ich auch so. Die letzte Übung unbedingt in das Tausender Workout einbauen. Wow. Ich würde sagen, 100 Wiederholungen ist im Moment für Hallbody. Ja, das wäre vielleicht die als Startübung. Als Startübung, ja. Ja. Als Start- und Finish-Übung, weil danach brauchst du ja nichts mehr. Bei den Baumis weiß ich jetzt nicht hier, ob der Markus oder die Tina geschrieben hat, die letzte Übung war genau meine Übung. Ich bin mir jetzt nicht sicher, weil Markus, deine Lieblingsübung ist der Superman ja nicht, dann ist es ironisch.
Und Tina, traue ich zu, dass es ihre Lieblingsübung sogar ist. Deswegen hake ich jetzt hier gerade nochmal nach. Ja, ja. Corinna sagt Hüftknochen kaputt. Ja. Das ist aber gut, weil dann heißt es, du hast die Hüftknochen sind freiliegend. Also keine Fettschicht. Weil wir ja davor mit dem Bauchtraining lokal das Bauchfett verbrannt haben. Deswegen direkt. Aus der Nähe den Schweiß. Ja, wir warten noch ein bisschen auf eure Kommentare, was da noch Geiles kommt. Ich habe kaum mich schwer getan. Ich habe kaum geschwitzt auf jeden Fall. Und ich denke, wir sehen uns auf jeden Fall am Donnerstag. Ihr könnt ja gerne noch in die Gruppe schreiben. Ansonsten denke ich mir, wünschen wir euch einen schönen, erholsamen Abend. Ja, immer. Okay, Markus, dann war es doch ironisch gemeint. Sehr gut. Schön, gut. Schönen Abend, genau. Verarbeitet es noch, genießt es und bye bye. Peace, peace. Good night.